Der folgende Trick ist besonders hilfreich für alle Grobmotoriker, die so ihre Probleme mit der Gaszugfeder haben. Viel Spaß! Ich wette, jeder weiß, wovon ich rede. Nur so ein ganz bisschen am Vergaser rumschrauben, Gaszug abfummeln und da haben wir den Salat. Die Gasnadel mitsamt Kolbenschieber und Feder fliegt nämlich in sämtliche Richtungen davon. 20 entnervende Minuten später hat man sich dann wieder alle Teile zusammengesammelt und beginnt mit der Reparatur. Wie war das noch gleich mit der Kerbe? Diese Tabelle hier zeigt, in welcher Kerbe die Gasnadel hängen sollte. Nadel einhängen, in den Gasschieber legen und Feder spannen. Sollte ja eigentlich kein Thema sein, doch manchmal hat man das Gefühl, dass der Bautenzug irgendwie kürzer geworden ist. Keine Sorge, wir schaffen Abhilfe. Stopp! Auf keinen Fall die Tülle am Zug kürzen. Vergewissert euch, ob ihr alle Kapazitäten des Gaszugs ausgenutzt habt. Was vorher mal gepasst hat, wird schließlich auch nachher passen. Schaut dazu auch mal am Gasgriff nach und zieht dort gegebenenfalls den Zug an. An der Altstellschraube könnt ihr dem Gaszug noch ein paar Zentimeter geben. Bei vielen sollte es allerdings jetzt schon funktionieren. Feder ein bisschen zusammendrücken, viel Feingefühl und der Gaszug hängt wieder drin. Wenn es dennoch mal nicht passen sollte, lasst euch von so einer Feder nicht verarschen. Was nicht passt, wird jetzt einfach passend gemacht. In dem Fall nehmt ihr euch etwas Draht und schneidet ihn in drei Teile. Führt diese dann durch die Feder und spannt sie dadurch nach und nach zusammen. Das Ganze sollte am Ende dann etwa so aussehen. Kürzt das Ganze noch und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Im Anschluss mit dem Drahtschneider noch die Drähte vorsichtig entfernen und dabei bloß nichts kaputt machen. Viel Erfolg! Ja, das war zum Beispiel mal so ein Tipp, den ich wirklich am Anfang brauchte. Ich habe es damals einfach nicht geschissen bekommen. Und weitere Tipps folgen in Kürze. Bis dahin könnt ihr euch meine Grundlagen-Tutorials anschauen. Die findet ihr hier und in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ansonsten viel Spaß und gute Fahrt!